So. Hey, da wären wir auch schon wieder mit Final Fantasy 5 und wir sind im letzten Part in das Winddrachental gekommen und haben dort tatsächlich das Drachengras sammeln können. Allerdings hatte das einige mehr Hürden, als wir gedacht haben anfangs, weil ich habe Lena aus Versehen ihr gesamte MP ausgeben lassen, ohne es zu realisieren. Also nicht ihre gesamte, aber ein Großteil ihrer MP. Und das Drachengras, was wir eigentlich nehmen wollten, hat sich als Monster herausgestellt, das relativ gefährlich wäre, hätten wir nicht ständig Dünger draufgehauen, um das Unkraut zu vernichten. Wen das verwirrt, die Person kann gerne den letzten Part schauen. Und ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Was denn jetzt eigentlich mit dem Golem ist, den wir nicht haben retten können? Also da ist es tatsächlich so, dass dieser Golem anscheinend eine Beschwörung gewesen wäre, die man hätte bekommen können. Aber leider ging das... Aber dadurch, dass wir ihn nicht gerettet haben, bekommen wir ihn nicht als Beschwörung, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass der Winddrache, der mit seinen starken Verletzungen hier mal seine Medizin bekommt, nachdem er uns so mit seinen Wunden aus dem Mokri-Wald gerettet hat. Sind zurück, öffnet das Tor. Netter Versuch, Monster. Man musste schon was Besseres ausdenken, um die Soldaten von Baal auszutricksen. Junge, Junge, ich schätze, es wird Zeit für Plan B. Kommt ihr? Ich meine, den Weg habe ich aus Versehen das letzte Mal schon erkannt. Ah ja, Bartz mit seiner Höhenangst, da war ja was. Also hier bin ich schon im vorletzten Part rumgelaufen, glaube ich, müsste das gewesen sein. Vorletzte oder sogar der vorvorletzte, I don't know. Aber naja, egal. Wir werden schon unseren Weg zum Winddrachen finden und ihm seine Medizin geben. Vor allem, wie sollten sie Galos Stimme so gut imitieren können? Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, guten Tag, die Herren. Vergebt unsere... Eure Hoheit, wir dachten, es sei wieder einer von Estheftrix. Kein Problem. War schon in Ordnung, auf Nummer sicher zu gehen. So ganz amused scheint er dann doch nicht zu sein. Aber egal, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns über unsere Untergebenen, so viele uns, aufzuregen. Uns über unsere Untergebenen aufzuregen. Das ist wirklich ein Satz. Warte, was? Wieso ist Krille da im Bett? Das Fräulein Krille hat über Kopfschmerzen geklagt und hat dann einen Schwächeanfall. Sie hat sich hier zu Bett gelegt. Okay, Krille. Was ist los? Sehr mehr. Krille! Opa! Halte durch, meine Kleine. Er ruft nach mir. Schon deine Kräfte. Er ruft. Guido, ruft nach mir. Ich hätte gedacht, er hat uns alle lieb. Wieso ruft er nach ihr? Guido? Beeilt euch. Findet Guido, bitte. Wer ist Guido? Ein Wahrsager über 700 Jahre alt. Guido ist derjenige, der voraussah, dass die Kristalle in eurer Welt zerspringen würden. Und er ruft nach ihr? Vielleicht weiß er ja, wie wir gegen Exdev angehen können. Sei stark, Krille. Wir werden Guido aufsuchen, aber musst also noch ein wenig durchhalten. Ohne den Winddrachen. Keine Sorge, wir haben jetzt das Drachengras. Wirklich? Der Drache ist oben auf diesem Turm und ruht sich aus. Meine Stimme wird langsam heiser. Nice. Werdet ihr mich begleiten? Selbstverständlich. Was ist denn das für eine Frage? Wo finden wir diesen Guido denn? Er lebt auf einer kleinen Insel nordöstlich vom Winddrachental. Alle nicken? Sehr schön. Und noch einmal zum Abschluss noch Krille entgegennicken.
Aber erstmal werden wir dem guten Winddrachen hier seine Medizin geben. Und zum Glück haben wir da eine Expertin dafür dabei. Hier, iss das und du fühlst dich gleich besser. Für ihn hat dieses Gras all die anderen Winddrachen getötet. Kein Wunder, dass er es nicht essen will. Ob er will oder nicht, er muss es tun. Er ist so schwer verletzt, dass er sterben wird, wenn das Zeug nicht bald ist. Es wird alles gut. Du kannst es gefahrenlos essen, siehst du? Ich esse auch etwas. Lena, bist du von Sinnen? Lena, hast du vergessen, dass Drachengras für Menschen giftig ist? Ja, jetzt versuch du etwas. Oh no, Lena, was hast du getan? Aber, Junge. Oh, Lena. Lena! Lena, halte durch! Trink das! Lena! Lena, bist du in Ordnung? Ja, danke, Krille. Nur so etwas nie wieder! Das war wirklich gefährlich! Verdammt, Lena, wenn dir etwas passiert wäre, verzeih mir. Krille, solltest du nicht im Bett sein? Mir geht es gut. Krille! Mach dir keine Sorgen um mich. Mann, oh Mann, ihr übertreibt es aber allesamt. So viel steht fest. Du bleibst schön her und ruhst dich aus, junges Fräulein. Ist gut. Danke, danke, Krille. Steh in deiner Schuld. Ach was, du hast dich durch meinen Winddrachen gerettet. Damit sind wir quitt. Danke. So viele hohen Stimmen in diesem Part. Danke, Garlof. Du ruhst dich jetzt aus, klar? Mach ich. Und ihr passt gut auf euch auf. Das machen meine Stimmbänder nicht mit. Auf zu Guido, dem Wahrsager. Jawohl. Los geht's. Und ab dafür. Ich wundere mich überhaupt, dass ich einigermaßen einen Ton für Krille treffe. Das ist und ich glaube trotzdem, dass es nicht appropriate klingt, aber das ist so das Maximum meiner Vocal Range. Höher geht nicht. Macht's gut. Und wie ihr da hört, es sind schon einige Voice Cracks mit drin, wenn ich auf diese Höhe gehe. Um es mal so zu sagen. Eine Insel nordöstlich von hier. Okay, das heißt, ich kann hier rüberfliegen, ich kann hier durchfliegen, dann hier hinfliegen. Das wäre dann ja wohl diese. Dann wird hier wahrscheinlich wohl dieser Gilo sein. Allerdings, ich gehe mal erstmal zu Gilo, danach kann ich die Welt immer noch erkunden. Hoffe ich. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Da wären wir also. Genau, hier muss Guido wohnen. Dann suchen wir ihn. Halt! Ein Erdbeben! Die Insel bricht auseinander. Wir müssen zum Winddrachen zurück, schnell! Das Gilos Insel war ein kurzes, aber nettes Vergnügen. Oh, 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 oh.
Seht, was denen passiert, die sich mir widersetzen. Ihre Stimme gibt so langsam aber sicher den Geist auf, oder wie? Das war knapp. Guter Windrache. Well, that happened. Aber bei einer Sache bin ich neugierig. Haben wir mittlerweile einen besseren Stich gegenüber dem Schilddrachen hier? Ja, dann speise ich euch mal hier auf dem Spielstand, I guess. Der hier im Siegelschloss seine die ganze Chose hier bewacht. Knockout! Seit dem letzten Mal hat sich nichts dran geändert, dass ich das einfach nur in einer Cuphead-Stimme lesen kann. Man sollte meinen, ich hätte dazugelernt und habe meine Klassen extra für diesen Kampf angepasst, aber nein. Natürlich nicht. Das wäre ja clever gewesen. Die ist jetzt blöd. Wenn ich Zeit mit Bartz habe, werde ich ihn mal Protosoph alle werfen lassen, I guess. Oder es werden jetzt einfach alle instant zu Zombies und wir haben eh verloren. Nicht alle. Nur fast alle. Yay. Okay, Galo. Das ist intriguing, I guess. Das ist halt nicht Zombie. Interessant. Ja, tschüss, das war's. So viel zu dem Thema, nicht wahr? Dieser verdammte Schilddrache. Nein. Ja. Vor allem, wir haben das letzte Mal wesentlich besser gegen ihn das hinbekommen, ironischerweise. Ich meine, der hat einen magischen Schutzschild, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann werden wir... Erstmal werden wir Bartz nach hinten setzen. Wieso steht er eigentlich noch vorne? Dann werde ich seine Fähigkeit, werde ich zu Zeitmagie ändern. Einfach um Galuf hier schneller zu machen. Aber ich bin gerade am Überlegen. Folgendes. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich dann sehr viel am Kochen bin, sozusagen. Das funktioniert im Deutschen sowas von schlecht. Ich mache Bartz zum Zeitmagier und lege ihm Lernen an. Weil ich habe das Gefühl, dass der Drache uns da was Schönes beibringen kann. Dann werde ich Lena als Weißmagierin skillen und gebe ihr dann noch Singen mit. Dann bekommt sie anscheinend den Trashflegel. Fares wird ein Ninja und kann damit jetzt werfen. Und damit können wir gut Sachen auf den Gegner werfen. Bringt Kraft hier überhaupt irgendwas? Ein Tänzermesser. Tänzermesser und ein Kodashi. Ja, das ist mit das Beste, was wir gerade haben. Dürrenband. Gewicht runter wäre natürlich relevant, aber nicht für den Preis. Galuf macht einfach so weiter, wie er es schon vorher gemacht hat. Und jetzt werde ich nochmal das hier speichern mit meinem neuen Setup und dann wird der Windkracher erledigt. Hoffentlich.
Der Winddrache, sag ich vor allem schon. Nein, wir haben den erst wieder aufgepäppelt. Wir werden nicht sofort den Winddrachen erledigen. Oh mein Gott, zum Glück. Ah doch, die funktionieren. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir weiße Magie. Setzen das auf... Na komm, setzen wir mal auf Garlof ein. Oh nein, er hat Lena geheilt. Wie furchtbar. Oh. Das ist nicht gut. Haben wir irgendwas, was konfus heilt? Nein. Ja gut, dann werf einfach nochmal was auf den. Dann musst du wohl Medica auf den guten Barts machen, damit er mal den Rest der Truppe hastet. Allen voran Galo. Was haben wir hier? Hast. What? Er hat gerade einfach intern unsere MP geklaut. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh. Apropos Sachen, die ich nicht in Ordnung finde, das gehört dazu. Wie wäre es, wenn wir einfach mal eine Phönixfeder einsetzen? Klingt gut? Klingt gut, ne? Okay, tschüss Galof. Dann war es das auch mit Galofs Hast. Und jetzt wird vielleicht ein Großteil meiner Truppe zu Zombies. Yay! Warte. Dafür brauchen wir, was halt nochmal, Beiwasser gegen Zombies. Dann machen wir das doch mal. Dann machst du Vitra auf die, die leben, weil ich glaube, das ist gerade mit am wichtigsten. Dann öffnet sich Blizzard bei mir und lenkt mich ab. Perfekt. Dann gibt es hier eine Phönixfeder. Du bekommst sowas von Schuriken in die Fresse. Macht nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe, aber nicht so wenig, wie ich befürchtet habe. Okay. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Weißmagie, deswegen setze ich mal Lena gerade unter Hast. Und wenn wir gerade schon dabei sind, dann kommt Galof auch wieder unter Hast. Stille? Setz dich selbst bitte nicht unter Stille. Haben wir nicht noch ein Allheilmittel oder so? Weil es gibt nichts, was Verwirrung heilt, oder? Ah, das ist jetzt kacke. Okay, so kann man das Problem natürlich auch lösen. Phönixfeder. Let's go. Und du hast es direkt mal, Lena. Wow, das hier erfordert sehr viel taktisches Manövrieren, dieser Kampf. Ich habe immer noch... Jedes Mal, wenn ich Knockout lese, habe ich die Stimme aus Cuphead im Kopf. Sie geht einfach nicht mehr raus. Und ich bin nicht mal ansatzweise so angepisst darüber, wie ich sein sollte, vermutlich. Ares, kannst du bitte damit aufhören? Wieso klaut jeder immer Barts die MP? Ich glaube, das ist erstmal wichtiger. Medica auf Bares. Du machst... was machst du? Machen wir einfach mal Komet. Ah, das wird nicht geblockt. Perfekt. Du wirfst weiter schön Blitzrollen durch die Gegend. Du machst, I guess, wieder Komet. Lena heilt wieder. Und Galo haut drauf. High Potion auf Galof. I guess Komet und Vitra auf Barts. Wieso hat der Komet da gerade kaum Schaden gemacht? Das gefällt mir nicht. Genauso wenig gefällt mir das da. Engel. Intriguing. Warte mal. Nein, wir wollen, glaube ich, was werfen. Nämlich einen Schuriken.
Naja, da kommt eine Phönixfeder drauf. Weil ohne Healer soll tendenziell ein bisschen schwer sein, habe ich gehört. Dann wollte ich sagen, hasten wir wieder. Das kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Von allen Zaubern, die Barz hätte auswählen können an der Stelle, muss es Teleport sein. Von allen Sachen. Nee. Ich lade neu. Das sehe ich nicht ein. Vor allem denke ich, der Gegner hat vermutlich nicht mehr so viel gehabt und dann wird Barz verwirrt und setzt Teleport ein. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles hier nicht mehr. Okay. Ich muss sagen, zurück wäre auch kacke gewesen. Jetzt, wo ich gesehen habe, was das macht. Oh, großartig. Die Heilerin ist verwirrt. Genau das wollen wir doch nicht sehen. Die Heilerin ist tot. Genau das wollen wir auch nicht sehen. Unser Zeitmagier ist verwirrt. Was wird er machen? Uns wieder aus dem Kampf raus teleportieren? Oh ne, halt Lena, das nehmen wir mit. Knockout! Oh nein. Oh nein. Das hier gefällt mir gerade gar nicht. Aber hey, wenigstens ist Lena jetzt nicht mehr verwirrt. Ah doch. Sie war doch immer noch verwirrt, weil, keine Ahnung. Yay. Wieso ist dieser Gegner so maximal nervig? Du hast es jetzt erstmal, Lena, bevor du noch auf andere... bevor du nochmal von irgendwas getroffen wirst. Natürlich. Ah, dieser Kampf. Was ist dieser Kampf? Er ist so unglaublich nervig. What the hell? Ich glaube, ich fange diesmal mit einer Hast auf Lena an. Und du wirfst direkt einen Schuriken drauf. Kann sie nämlich mal ein Kraftkoral anstimmen. Koral. Ich meine, die Kraft ist bestimmt auch Koral, aber... ja, werfen wir mal noch einen Schuriken, weil... Ich habe keinen Bock auf diesen Gegner, whatsoever. Wie man eventuell so in den letzten paar Minuten in diesem Part gemerkt hat. Der verdammte Schildkracher. Was der wohl hier im Schilde führt. Oh. Well, das passiert, I guess. Natürlich heißt du den, der Full HP ist. Wen sollte man auch sonst heilen? Zeitmagie. Nee, nicht Zeitmagie. Wir brauchen eine gute Phönixfeder, brauchen wir hier. Sehr schön, Galo. Knockout. Das ist kacke. Das ist auch kacke. Das ist alles kacke. Oh ja, heil Galo ruhig weiter. Dann werden wir Fares, denke ich mal, zuerst heilen unter den Umständen.
Mhm. Das ist jetzt sehr kacke. Ah ja, heil ruhig unsere Leute weiter. Ist okay. Arzt nehmen wir gerne mit. Ich glaube, jetzt kannst du aber mal trotzdem wieder du selbst werden. Wie heißt es doch so schön, du bist nicht du, wenn du Zombie bist oder so ähnlich. Und an so einer Stelle denke ich mir auch wieder, boah, ich finde es krass, wie effektiv manchmal Werbeslogans sind. Und immer die mit der dümmsten Werbung sind die effektivsten. Oh no. Oh no, 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 no. Wollte gerade Medica auf Bar. Oh mein Gott. Na! Varys! What the hell? Okay. Wisst ihr, an dem Punkt nehme ich das hier einfach alles hin. Und denk mir, du mich aufspielst. Ich gebe hier nicht auf. Ich weiß, ich kann diesen Kampf gewinnen. Ich muss das vielleicht brute forcen, aber ich kann diesen Kampf gewinnen. Ich weiß es doch. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Kampf. Aber es geht hier ums Prinzip. Oh nein. Oh, das ist actually nicht schlecht. Oh, warte mal, das ist gar nicht... Nee, das ist nicht gut, never mind. Ach ja, da habe ich ja gerade actually nichts gegen. Den Kampf mal neu anzufangen, nehmen wir gerne mit. Machen wir mal ein Kraft... Ich will schon wieder Korall nennen. Ein Kraftkorall. Hasten wir natürlich am Anfang wieder mal unsere Weißmagierin. Die erstmal wie Traub unseren Zeitmagier macht, so im Gegenzug, habe ich gehört. Ja, dann wird da noch ein schönes Schuriken drauf. Ich glaube, wir hasten mal Varys. Ich glaube, actually an der Stelle Varys zu hasten ist ein bisschen... Dass er sich gar nicht mal so schlecht, wie es im ersten Moment wirkt. Und ich werde straight up mit Medica reingehen, weil kein Bock, dass er mir wieder den Kampf zurücksetzt. Phönixfeder. Let's go. Und er wird auch direkt geheilt. Werfen wir mal gerade eine Rolle des Blitzes drauf und er ist wieder down. Soll ich hier Engel benutzen? Ich glaube, ich benutze lieber eine Phönixfeder, oder? Engel verbraucht so viel MP. Wie gesagt, Link auf sich selbst finde ich an der Stelle gar nicht mal so gut, weil sie damit praktisch aus dem Kampf draußen ist und das ist unschön. Ja, genau deswegen. Und wenn sie einmal angegriffen würde, weicht sie aus. Das ist halt der andere Punkt. Oh ja, greif dich selbst an, dann bist du nicht mehr verwirrt, das ist super. Stille. Oh nein, Garlof ist jetzt still. Was soll er machen? Weiter einfach so draufhauen wie die ganze Zeit? Oh nein. Das ist gerade actually nicht schlecht.
dafür. Oh nein, wem klaust du MP? Oh ja, das nehmen wir gerne mit. Ich hab gerade in diesem Moment gedacht, wow, es kam ja noch gar kein Zombie-Atem. Ich habe es original in diesem Moment gedacht und dann... Zombie. Ich mach noch. Einen letzten Versuch. Noch einen einzigen letzten Versuch. Okay, dann anscheinend fangen wir mit Medica auf Bart an und werfen ihm direkt auch schon mal eine High Potion ins Gesicht. Damit er auch ja hasst, auf unsere Leute wirken kann. Werf direkt mal einen Schuriken da rein. Zeitmagie auf Lena, weil sie braucht es in diesem Kampf. Bis, wie ihr vielleicht schon merkt, das Schlimme an diesem Kampf ist nicht der Gegner per se, sondern die Verwirrung, die mit dem Eintritt und dieser verdammte Zombie-Atem. Ich schwöre, das ist das Schlimmste am Kampf. Okay, treff dich selber. Ich war kurz am Überlegen, ob ich sie mit Fares angreifen soll, aber das hat sich dann ja erledigt, anscheinend. That's not good. Aber jetzt kann ich sie doch mit Fares angreifen, oder? So, jetzt soll sie wieder normal sein. Jo, okay, passt. Weil mir ist irgendwie gerade eben gar nicht aufgefallen, dass ich meine Gruppe ja, dass sie sich auch untereinander angreifen können, wenn ich es so will. Ja, und ich habe das da gerade als Healing-Methode benutzt. Anyway. That's not good. Ich meine, immerhin bleibt die MP innerhalb der Party. Das ist doch was, oder? Oh. Das ist nicht was. Das ist... Doch, das ist was. Das ist nämlich Kacke. Kann Fares sich nicht auch einfach selbst angreifen? Das ist alles so unschön gerade. Ja, sehr, sehr unschön. Wisst ihr, ich bräuchte eigentlich einen Turn, um Fares mal anzugreifen. Aber den hab ich halt einfach nicht. You know what, heil dich selbst. Yes! Endlich! Nicht endlich. Unendlich. Unendliche Qualen versetzt der Boss hier mir. Okay, nein. Wir sind noch nicht raus. Es ist noch nicht vorbei. Dieses Protoss ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Es ist nur vorbei, wenn jetzt gleich ein Zombie-Atem kommt. Dann haben wir ein Riesenproblem. Nein. Ich weigere mich das. Nein, nicht ernsthaft. Ich hab's noch gecallt. Ich habe es noch gecallt. Nee, schön, nicht auf. Wenn der Party eine Stunde lang.
geht, ich erledige dieses Monster. Wie gesagt, ich bin mir so sicher, wir waren bei dem einen Versuch gar nicht mehr weit weg. Ich bin mir so sicher. Oh nein, hat Kaluf geheilt. Wie kann er nur? Anyway, wir sollten Lena hasten. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Anyway, wir sollten Lena hasten. Anyway, Lena sollte mal sich selbst heilen. Und Phönixfeder auf Barts, weil er braucht's gerade so ein bisschen. Machen wir auf alle. Ich habe Angst vorm Zombie-Atem. Er könnte in der Konstellation gerade ein Party-Vibe sein. Ne? Da an der Stelle habe ich jetzt gecallt und es war gut, dass ich es gecallt habe. Das war jetzt die gute Art von ich hab's gecallt. Oh ja, mach auch den ruhig Knockout. Das ist vollkommen in Ordnung. Heil mal bitte alle. Ich glaube, an dem Punkt hastet sich Barts mit am besten selbst. Damit er dann noch mehr öfters Leute hasten kann und im Zweifelsfall auch noch ein Item werfen. Ja, ich glaube, das gebe ich Barts. Und apropos Item werfen, du gönnst dir mal eine Hype-Potion, mein lieber Fares. Du heilst mal wieder die Truppe. Und hier gibt's mal wieder eine wunderschöne Phönixfeder. Du hast es mal den guten Galo. Ich meine, wir machen nicht viel Damage, aber gerade ist auch die Situation auch nicht so furchtbar tatsächlich. Sagt er, und Galo fällt nach dem Aufstehen instant wieder um. Ich meine, er ist ein alter Mann, da kann das mal passieren. Man steht auf und fällt dann einfach wieder um. Passiert den Besten, genau. Komet. Damit meine ich nicht einen obsoleten Musikpreis. Falls den noch jemand kennt. Vitra. Ja gut, das ist jetzt blöd. Ah ne, Galuf kann ja gar nicht. Weil er in Tobsucht ist, kann er nicht verwirrt werden. Yay, I guess. Aber ich glaube, wir sollten Galuf trotzdem mal mit zwei Personen jetzt heilen. So, du bullerst weiter Kometen drauf. Du heilst mal alle, weil Zombie-Atem ist scary. Wieso habe ich Galuf eigentlich schon nicht gehastet? Ja gut, dann mache ich das mal. Dann natürlich ein gutes Medica für unsere liebe Schwester, weil, wäre blöd, wenn sie weiterhin unsere anderen Leute angreift. Komet. Dadurch, dass alle unter Hass sind, muss ich hier überhaupt darauf achten, dass ich mit meinen Kommandos hinterherkomme. Weil ihr seht ja, wie das hier Schlag auf Schlag geht. Knockout ist ekelhaft.
Apropos ekelhaft, das ist auch nicht krank, das ist schön. Anyway, Komet. Oh no. Nein, kein Komet. Oh ne, der hat das heilt ja. Ja, danke. Super, dass du einen der beiden da unten angreifst. Finde ich sehr nett von dir. Was wollte ich machen? Ah, ja, hier. Komet? Hätte sich eigentlich auch selbst heilen können, Fares. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis. Was soll ich eher sagen? Zum Fares-Hängnis? Okay, so schlecht war der Witz jetzt auch nicht, Fares, dass du das fast tun musst. Wie wär's, wenn wir mal Lena mit Protoss ausstatten? You know, just in case. Yes! Er ist down, I guess? Sag mir jetzt nicht, wir müssen nochmal gegen ihn kämpfen. Raum der Siege. Okay. Beim Bad meiner Großmutter. Okay, Garlof. Deine Großmutter hatte also ein Bad. Das müssen die 12 versiegelten Waffen sein. Sie existieren also tatsächlich. Ich dachte, die wären nichts weiter als eine Legende. Diese Waffen wurden vor 1000 Jahren im Kampf benutzt? Sind alle versteinert. Man kann wohl nicht erwarten, dass sich so etwas über ein Millennium hält. Warte, was passiert jetzt, wenn ich einen dieser Waffen an mich nehmen will? Ich werde nur mal aus Vorsichtsmaßnahme Lena mal ein paar Elfer reinjoinken, weil... Ich hab Respekt davor, okay. Ich hab das Gefühl, sollte ich zu diesem Zeitpunkt im Spiel nicht sein. Eine der 12 legendären Waffen. Yuichis Bogen. Mhm, interessant. Masamune. Runenaxt. Ich komme aber an keiner ran, oder? Heiligenspeer? Paskes Katana, okay. Meucheldolch. Excalibur, natürlich Excalibur. Gaia-Glocke, mhm. Apollos Harfe. Magus-Rute. Ist sie etwa vom Let's Play Magus? Ja, sorry, da musste sein. Und die Feuerpeitsche. Hm. Das war gerade irgendwie ein bisschen underwhelming, not gonna lie. Naja, Zeit zu gehen, I guess. Wir haben den Schilddrachen ja schon einmal hier bekämpft, also. Schilddrache, wir haben gerade keine Lust auf dich. Oh Mann, ey. Wir teleportieren uns da mal raus, ne? Und ich glaube, wir sollten unsere Supports mal, unsere Magier mal heilen, weil das hier sieht nicht mehr so gesund aus für die beiden. Aber interessant, hier sind 12 legendäre Waffen versiegelt. Ich glaube, da muss man dann irgendwann im späteren Verlauf des Spiels hin. Aber ich ändere mal wieder die Berufe zurück zu normal. Denke ich, oder? Ja, doch, werde ich. Das werde ich jetzt mal tun. Bartz levelt weiter sein Weißmagier und ist sehr lernbegierig. Yay, I guess. Nimmt natürlich den Heilerstab mit. Lena. Woran hat sie nochmal ge. Ah, ich hatte sie momentan in Tänzer, wollte ich sie skillen. Und. Ne, warte. Ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich skill wirklich ihren schwarzen Magier mal. Stufe 4 ist vielleicht ein bisschen wenig. Dann nehmen wir mal Singen mit, I guess.
Und Fares wird wieder zur Jägerin. Nein, wir nehmen den guten Jagdbogen mit. Und dann noch einmal schön hier unser schönes Zelt aufschlagen. Und dann war's das auch mit diesem Part. Der zugegebenermaßen ein bisschen Überlänge hat. Nur so fast doppelt so lang wie ein standardmäßiger Part, aber muss auch mal sein, ne? Auf jeden Fall hoffe ich, er hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, lasst gerne Like, Abo, Kommentar oder sowas da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Und ich hoffe, man hört sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.